das mit den UFO und so, ne? Also das scheint auch wieder neu aufgelegt worden zu sein, was ja bedeutet, dass ja, das durchaus wieder ein bisschen beliebter wird, so vom Style her, ne? So kommt mir zumindest so vor. Also das, ja, also finde ich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Und jetzt habe ich mal geguckt, so wie sieht denn das aus mit diesen Nike-Schuhen? Wir hatten früher, 1993, hatten wir die Nike Air Max. Das waren die ersten, so die hinten vom Design so diese durchsichtige, wie heißt das, Luftpolster hatten. So. Das war noch nicht über den ganzen Schuh, das war nur hinten dann, so einmal so ringsrum. Und das hat sich unterschieden von den Billigschuhen, die nur so an der Seite so ein Sichtfenster hatten. War der Hit damals. Musste man als Raver, als Techno-Fan, musste man Nike Air Max. Das war irgendwie mit dem Luftpolster. Am besten noch viel mit Neon-Schnürsenkeln drin und so. Neon voll angesagt, ne, 80er, 90er. So, das war wirklich phänomenal. Und, das habe ich mal geguckt, so, die gibt es tatsächlich noch. Also das ist so, du kannst, es gibt Schuhsammlerfreunde, das wusste ich auch nicht so, so dass es so wirklich eine Szene gibt für Tonschuhe, also Sneakers sagt man ja heute. Ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn, interessant. Und da haben die so doch schon einiges an Wert, da habe ich mal geschaut. Ja, ich hatte die blau-weißen gehabt, so hellblau, weiß, grau, bisschen Silber war da auch noch mit drin. Also die werden schon ganz gut gehandelt. So, aber nicht nur das, Freunde, sondern Nike hat auch neue rausgebracht. Nike Air Max 270. Sind 2 Jahre, glaube ich, alt. 21 kamen die auf den Markt. Leute, die sehen ja noch geiler aus. Die sehen ja noch geiler aus. Und ich sag mal so, heute die Techno-People, ja, also die tragen die. Meistens auch noch mit Jogginghose. Ist ja früher auch so. Ich sag ja immer, das ist der Asylanten-Look, ja. Aber das ist so die, so das ist heute so Jogginghose, ist irgendwie, weiß auch nicht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, bequem oder was? Ist das Homeoffice? Ich hab keine Ahnung. Also ich hab mich immer nicht getraut, mit Jogginghose rauszugehen. Da war ich ganz Karl Lagerfeld. Aber da irgendwie, das ist so ein Style, ne? Und das ist so wie früher. Früher beim Rave Mayday oder so auch immer so ein Adidas-Anzug angehabt, ne? So ein Jogginganzug. Ja, das war immer wirklich irgendwie interessant. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte diese Dinger da machen. Also ganz durcheinander, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also, kann ich euch wirklich sagen, habe ich Bock drauf? Habe ich Bock drauf? Ich glaube, ich werde mir Nike Air Max 270 holen. Hießen die so? Ich doch. 270? Das müssten die, ja doch, das waren Nike Air Max 270 hießen die. Genau, und die wirken mir so neongrün, so hinten so richtig fett, so Luftpolster, und dann leuchtet das da alles geil, so im UV-Licht. So. Das ist geil, Leute, das ist geil. Und dazu werde ich mir so richtig so einen Jogginganzug holen, so richtig so wie früher, so richtig retro, vintage so. Ja, also geil, geil, Leute. Ob ich dann draußen rumrenne, mal gucken, im Sommer vielleicht oder so. Ich verstehe eh nicht, wie man im Winter eine Jogginghose anziehen kann. Ist das nicht kalt? Ist das nicht kalt? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz komisch. Also das ist so, also die Teens heute da, die Kids, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das ist so, also ich finde, ich würde mir da voll was abfrieren, du. Ja, naja, so hat jeder so ein anderes Empfinden. Ich fröstel da rum. Aber war schon immer so. Kälte ist immer, ja, ich brauche da irgendwie meine Militär-Cargo-Hosen, die ich immer trage. Ja, dann schön Parker, so richtig klassisch so. Ja, ich bin halt Retro. Nee, aber finde ich cool. Also Nike Air Max so 270er. Was kosten die denn so? Ja, die kosten jetzt aktuell, wenn du so auf eBay kaufen würdest, so ein Huni. Also für ein Huni, sage ich mal ganz ehrlich, für so eine Turnschuhe, Sneakers, kannst du mal ran. Also das ist schon, warum nicht? Kein Geld. So, ich glaube, wir haben unseren Weg fertig. Pass auf, dann machen wir mal einen hier hin und die anderen nehme ich wieder die hier, um so ein bisschen Textur da reinzubringen. So. Ach, guck mal einer an, ist ja toll. So, machst du einfach so, zack, und schon sind wir hier auf dem... Ach, das ist ja super, guck mal, einmal Windrider, einmal Talonfighter... Und schon haben wir hier einen schicken Weg. Sieht nur ein bisschen komisch aus. Das macht meine Tanne da unten. Die guckelt da so vor sich hin. Und hier mache ich jetzt einfach mal einen auf den hier. So, so, so. Hier sieht er ein bisschen wild noch aus. Das machen wir so. Das machen wir mal so. Was ist das überhaupt hier? Sieht ein bisschen abstrakt aus. Hier ziehen wir mal kurz ein bisschen in die Verlängerung. So. Hier machen wir zu. So, das Blümchen brauche ich. Ja, und hier sieht auch komisch aus. Mache ich auch erstmal zu, dass wir hier so eine Ebene haben. Ne? Da kommen eh Bäume dann hin. So, gut. Was ist hier? Ja, hier muss auf jeden Fall zu.
Nächstes Stecken. Oh, oh ja, hier ist ja. Aha, das geht hier nicht. Gut, dann müssen wir das hier anders machen. Dann machen wir das hier so, 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 so. Dann fehlt hier aber ein Block. Und ja, die Kante da oben, ne? Dann muss man einfach sowas hier machen. Dann passt es auch wieder. Müssen wir auch machen, weil wir sehen ja selber. Da muss der aber noch länger. Ne, so kriegst du es natürlich halt hin. Ne? Habe ich euch ja schon mal in einer anderen Folge gezeigt, wie ich so Terraforming immer mache, dass es möglichst natürlich aussieht. Also nicht zu gerade. Ne? Man kann auch viel jetzt hier mit diesen Gräsern machen. So, und hier ist dann halt so eine, wo es so reingeht. Also das können wir dann durchaus nutzen. Hier machen wir irgendwas hin, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Wasser. Ja, hier so Wasser rauslaufen lassen, würde das gehen? Ja, würde gehen. Lassen wir hier so Wasser rausplätschern und mal gucken, wo es hinfließt. Da können wir so ein bisschen experimentieren. So, und hier oben ist dann halt ja auch nochmal so eine Kante. Die ist mir ein bisschen zu tief, deswegen mache ich die einfach mal. Die ist zu tief, ich kriege keinen Brief. Zack, 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 machen wir hier hin. Zack, 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 zack. So, fertig. Ja, ist schon komisch, ne, mit den Styles. So, ich finde das cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr die Nike Air Max 270? Findet ihr die cool? Ich finde, die sehen richtig cool aus. Also wenn Techno-Schuhe, dann sind es Nike Air Max. Das ist Gabba, Leute. Das ist Hacke. Das ist einfach cool. So. So, muss das Ding hier eigentlich so sein? Ich glaube, das können wir doch hier wegnehmen, oder? Dann machen wir das hier so abrunden. Dann machen wir das lieber so. Ja. Gut, und dieser Bereich hier, komm, ich mache den jetzt auch zu. Dann sieht es einfach schöner aus. So, und jetzt brauchen wir irgendwie ganz viele Setzlinge. Wir müssen uns jetzt mal um Setzlinge kümmern, Freunde. So, das kann so bleiben. Dann haben wir gesagt, da machen wir Wasser. Hier oben, das kann auch erstmal so bleiben. Was ist das hier? Das kann so bleiben. Das kann so bleiben. Das kann so bleiben. Hier fehlt irgendwas. Hier fehlt dieser komische Zaun. Ist das Schwarzeiche? Ich glaube, das ist Schwarzeiche, ne? Ja, müsste Schwarzeiche sein. Das werden wir uns dann jetzt auch mal gleich mal holen. Dann können wir das eben... Guck mal, hier ist das geil, wie das hier so runter geht. Ich finde das ja richtig cool. So, und hier machen wir auch noch mal hin. Noch mal ein bisschen. So. Zack. 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 Ja. Ja. Können wir machen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Cleanstone. Wir brauchen Schwarzeiche. Und wir brauchen jetzt ganz viele Setzlinge, Freunde. Wir brauchen jetzt Setzlinge. Ach, guck mal. Ach, das sieht doch jetzt ein bisschen besser aus, oder? Der sieht doch besser aus als vorher. Der ist ein bisschen höher geworden hier, der Bursche. Ja, okay, kannst so bleiben. Finde ich gut. Mach noch ein bisschen Deko hin. Pass mal auf, dann machen wir hier so ein bisschen auflockern. Einfach mal so. Zack. Und hier hinten natürlich auch noch. Zack. So. Ja, finde ich gut. Kannst so bleiben. So, jetzt holen wir mal noch mehr Setzlinge. Wir haben jetzt 7 Stück. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir jetzt gleich die Setzlinge noch positionieren, dass das dann noch ordentlich aussieht. Nike Air Max! Air Max Nike. Geilo. Ah, herrlich, Freunde. Und dazu ein schöner Adidas-Anzug. So ein schwarzer. Ja, doch, das ist geil. Das ist schon wieder... Das hat mich schon wieder angetriggert, Leute. Und als Frisur, naja, da habe ich ja schon meine Techno-Frisur. Ja, also das ist ja einfach pflegeleichter. Ach, herrlich, Freunde, es ist so schön. Stein. Ach, gucke an, da haben wir genug. Dann nehmen wir das mal mit. Und was wollten wir noch? Zaun, Schwarzeiche wollten wir haben. Wo ist der Zaun? Holzbauzeug, hier. Schwarzeiche, da haben wir aber nur 3 Stück. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Würde ich ganz gerne ein bisschen mehr mitnehmen. Haben wir noch Schwarzeiche? Ja, hier. Zeig ich mal, ich wandle das mal kurz mal um. Können wir mal machen. So, gut. Habe ich Stickies? Sticky, Sticky. Sticky, Sticky, Sticky. Wie viele Stickies haben wir noch? Da ist nichts drin. Da sind 64. Ja, das ist ja super. So, dann können wir uns nämlich hier mal so ein bisschen Zaun machen. Machen wir mal. Zaun. Hier.
Zaun. So, da haben wir nämlich Zaun. Ja, mach mal so, mach mal so. Und dann machen wir das so, so, so. Und dann machen wir das einfach mal so. Und dann haben wir 51 und das könnte vielleicht sogar reichen. So, super. Ach, wir kommen jetzt zur Potte. Nee, Frisur habe ich ja schon die richtige, den Raver-Haarschnitt. Und ich mache mir garantiert kein, ey Bro, was machen wir heute? Nein, Edgar. Leute, mal ganz ehrlich. Ist der Edgar nicht scheiße? Ey, sag mal, wer macht ganz, was ist das, Freunde? Was ist das? Also erstmal für die Friseure da, diese Star-Friseure oder diese neuen Influencer-Friseure, kein Problem. Finde ich gut, ist unterhaltsam, finde ich mega entspannend, ist nicht neu, aber ich finde es cool. Also das ist so, wo ich sage, ja doch, kann man machen. Ja, und wenn sie damit ihr Geld verdienen, ist gegönnt, auf jeden Fall. Aber der Haarschnitt selber, der Edgar, Freunde, nein. Nein, warum? Why? Nein, das ist scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht einfach nicht gut aus. Was ist da los? Wer macht sich so einen Haarschnitt? Also jeder soll rumrennen, wie er will. Damit habe ich absolut kein Problem. Aber ich sage euch ehrlich, mein Style ist ein Edgar nicht. Weil vorne da abgeschnitten, was ist das? Nee, das sieht aus wie. Ich habe erst überlegt, so. Ist es vielleicht so ein bisschen auch futuristisch, dass man sagen könnte, okay, eine Gesellschaft, die so ein bisschen Vogue ist, so wie heute, da kann man sowas machen. Aber, nee, nee, Edgar, nee, ich will kein Edgar. Das ist niemals im Leben, niemals. Also dann lasse ich mir erstmal wieder meine Heavy-Metal-Matte wachsen, ja. Oder irgendwie was anderes machen. Irokese von mir aus noch. Nee, kein Edgar. Also ich würde es nicht mal für 200 Euro machen. Nicht mal für 500 Euro, nicht für 1000 Euro würde ich meinen Edgar schneiden lassen. Alter, das sieht so, oh Gott, das ist gar nicht mein Style, gar nicht. Also machen sich aber viele jetzt. Also ich bin wirklich überrascht, wie viele sich einen Edgar-Cut machen wollen. Ich habe natürlich eine Vermutung, woran das liegt. Sicherlich, weil sie das natürlich so durch die, ja, durch die Videos halt, ne, durch die Influencer so, das ist halt so, ist ja meistens so, aber weiß ich nicht, nee, 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 Freunde, also mit mir nicht, also kein Edgar für mich, also geht nicht. So, hier ballern wir, also das ist mir so ein bisschen zu nah an dem Weg hier dran, deswegen würde ich hier ganz gerne mal kurz noch ein bisschen so nachhelfen wollen. Und dann pflanze ich das Ding nämlich lieber mal so hier hin. Ich habe da sonst die Angst, dass das die Blätter hier so auf den Weg reinkommen. Das sieht dann doof aus. Ist das jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen diagonal? Das ist gut. So, und wenn das diagonal ist, dann würde ich den nächsten, warte mal, ich laufe hier so lang. Dann dürfen auf jeden Fall hier noch ein Baum hin. Und dann darf auf jeden Fall, weil hier der Weg hochgeht, darf auch hier wieder schräg. Ich versuche das immer so ein bisschen so im Winkel zu setzen. Den würde ich hier so hinsetzen. Das ist ein schöner Winkel. Gehst du so rein. Dann ist da der Baum. Und dann können wir sogar noch da einen hinsetzen. Da ist ein Bogen drin, ne? Leichter. Aber ist okay. So, und hier vorne würde ich fast sagen, können wir auch noch mal kurz ein bisschen verlängern. Und dann würde ich hier auch nochmal einsetzen wollen. Ihr seht schon, ich mache erstmal nur die kleinen. Also ich mache jetzt nicht diese ganz hohen. Die ganz hohen würde ich dann so eher im Hintergrund setzen. Da, wo ich weiß, dass da ein Berg ist oder so, der vielleicht nicht so schön aussieht, dass das Ganze so ein bisschen kaschiert, so ein bisschen wegnimmt. Und aber hier ist so eine gute Fläche, die brauchen wir auch, weil hier kommt jetzt gleich unsere Ravine hin, die wir beleuchten wollen. Und von daher passt das dann schon soweit. Hier machen wir einfach nur Gräser hin, dann müssen wir ein bisschen Bone Meal uns anfertigen. Und dann haben wir das doch schon mal so gar nicht mal so schlecht. Hier habe ich auch schon eine Idee, was ich mache, aber das Material haben wir noch nicht. Ist hier gerade was passiert? Hat sich gerade so komisch angehört. Aber das ist schon mal gut hier mit dem Weg. Das gefällt mir. Jetzt haben wir hier einfach so einen Aufstieg, der ist einfach cooler. Der ist einfach cooler. Ja. So, hier unten ist auch noch leer. Da will ich auch noch ein bisschen was machen. Also auf jeden Fall Bäume. Ich mache das mal einfach. Eins hier. Ach, jetzt habe ich wieder keinen. Scheiße. Ach, wollen wir so eine Eiche setzen hier? Eine Eiche irgendwo hier hinballern. Na komm, ich setze hier mal so eine Eiche hin. Vielleicht haben wir Glück und die sieht gut aus. Den mache ich mal so in die Mitte. Wir wollten ja eh hier Wasser so runterlaufen lassen. Mal gucken, wie es aussieht.
Ja, und dann setze ich hier nochmal eine hin. Mal gucken, was passiert. Mal sehen, wie es aussieht. Können wir immer noch abmähen, ne? So, hier oben sind ja auch Eichen, ne? Können die da bleiben? Jo. So, und dann haben wir noch was mitgebracht, nämlich diese Zäune hier. Und die können wir jetzt auch setzen. Und die setze, machen wir hier zu. Ja, können wir hier zumachen? Können wir. So mache ich das. Hier so. Ja. Kann man machen, muss man nicht, kann man aber. So. Lasse ich erstmal. Und dann machen wir hier erstmal den Zaun fertig. Den würde ich tatsächlich sogar bis hier hinten hinziehen wollen. Das kann durchaus mit Zaun sein, weil es einfach cooler aussieht. Und hier durchaus auch. So, hier auch. So, 12 Stück haben wir noch. Ob's reicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es reicht nicht, oder? Doch, könnte reichen. Ganz knapp. Pass auf, einer fehlt. Nein, ey, ich habe. Ich hab, ist Zufall, Freunde. Das ist Zufall. So, und jetzt können wir auch hier mal diese komische Fackel wegnehmen, weil jetzt machen wir wieder unser ganz normales Fackelmuster. Wir machen hier eine hin. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir hier wieder. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier wieder. 1, 2, 3, 4. Und hier wieder 1, 2, 3, 4. So, okay. Hier drüben machen wir genau das Gleiche. Wobei hier geht. Doch, können wir auch machen. Zeig mal. Naja, ist ein Block versetzt. Ist so schlimm. Oder wir setzen die hier hin, aber das. Zeig mal. Vielleicht ist die Idee auch gar nicht. Ja, doch, ist besser. So machen wir das. 1, 2, 3, 4. Dann müsste das hier die nächste sein, korrekt? Nee, die ist hier. Also dann machen wir das hier. Zack. Und jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da wird sich jetzt der Bogenkrieger freuen, weil wir haben jetzt richtig gut ausgeleuchtet. 1, 2, 3, 4. Hier an der Ecke direkt, ne? Naja, macht ja nichts. Dann könntest du hier anfangen. 1, 2, 3, 4. Ja, doch. Warte mal. Guck mal, wenn wir die Tiere hinsetzen würden, ist dann eine Linie. Ne? Ich weiß nur nicht, ob mich die dann nicht hier stört. Ich glaube, so ist besser, ne? Ja, so sieht besser aus. Ja, kann man machen. Schön beleuchteter Weg. Toll, haben wir das auch erledigt? So, was ist jetzt hier mit den Bäumen los hier? Hier fehlen noch so eine Apparaturen übrigens dran. Wir wollten hier noch so eine Schalter bauen. Das sind ja Zapfsäulen von der Tankstelle, ne, so dass du hier so auftanken kannst, den Windrider. Hier habe ich eine Idee, wie wir das machen können. Und zwar ja, pass mal auf, da habe ich eine Idee. Da brauche ich nur einen Rahmen. Ich weiß nicht, ob wir schon Rahmen haben. Dann können wir das aber auch schon mal. Also nicht Rahmen, die leckeren, die Nudeln da aus Korea, sondern die Rahmen. So, die anderen Rahmen. Wo, hier haben wir die. Nee, die haben wir gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie man die baut. Schon wieder vergessen. Rahmen. Nein, die werden anders geschrieben. Nee, siehst du, genau, die werden mit H geschrieben. Rahmen. So, die Rahmen werden ohne H. Ach, da brauche ich Leder. Leder und Stickies. Na, das ist ja einfach. Leder, haben wir Leder? Leder müssten wir doch bestimmt haben. Leder. Da ist Leder. Eins, zwei. Ja, das ist ja super. Ich brauche ja auch nur zwei. Warum kann ich nicht sprinten? Weil ich was essen muss. Ach, dann essen wir mal ein bisschen was. So. Leute, hier, wenn ich wirklich hier im Büro bin, das ist so geil mit dem Internet, dass das halt so läuft. Also drüben ist wirklich finster. Wir haben jetzt, ich habe mich da mal mit meinem Vater mal so ein bisschen kurz geschlossen, weil wir wollten da einfach mal so gucken, was man machen kann. Wir haben ja wirklich gute Fritzbox. Vom Rechner her ist natürlich klar, ist jetzt nicht so dolle. Aber wir haben wirklich so versucht. So, auch Türen auf und alles Mögliche, aber die Internetleitung ist dermaßen schlecht. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nie wahr sein. Also, das ist ja wirklich furchtbar. Und ja, jetzt haben wir uns überlegt, wir holen uns einen Repeater, also wie in Minecraft. Repeater.